Vor kurzem fand in der Hochschule Magdeburg-Stendal ein Fachtag Schulsozialarbeit erleben statt. Dahinter standen unter anderem der Deutsche Familienverband Sachsen-Anhalt, das Jugendamt der Stadt Magdeburg und die Schulsozialarbeiter und Arbeiterinnen aus 23 Magdeburger Schulen. Ziel des Fachtages war es, interessierten Pädagogen und anderen Gästen die Möglichkeit zu bieten, praktische sozialpädagogische Arbeit zu erleben und mit Schülern, Lehrern und Eltern ins Gespräch zu kommen. In neuen Erlebnisräumen konnten sich die Gäste einen eigenen Eindruck davon machen, wie Schulsozialarbeit funktioniert und wie Betroffene von ihr erreicht werden können. Also die Hochschule zusammen mit der Landeshauptstadt und der Netzwerkstelle haben das Ziel, hier an diesem Fachtag heute der Praxis einen Raum zu geben, wo sie sich präsentieren kann, wo sie zeigen kann, was sie in den letzten Jahren schon entwickelt hat, wo sie gut ist, wo sie sehr gut ist und wo sie klasse ist. Das ist der erste Punkt dieser Fachtagung heute. Der zweite ist, das Gespräch zu ermöglichen, ins Gespräch zu kommen, auch über neue Entwicklungen nachzudenken, über neue Schritte, die man gemeinsam gehen kann, ins Gespräch zu kommen. Das sind die Funktionen, die die Fachtagung heute hat. Was wird geboten? Es werden eine Reihe von Kabinetten geboten, in denen einzelne Aspekte der Schulsozialarbeit angeboten, gezeigt werden, aufgestellt sind. Das ist das, was wir hier heute zeigen. Außerdem bieten solche Fachtage auch immer die Möglichkeit, sich über neue Aspekte der Schulsozialarbeit auszutauschen. Es gibt heute vielleicht den Aspekt, nochmal stärker darüber nachzudenken, was gemeinsam mit Eltern gemacht werden muss, gemacht werden kann. Das ist ein wichtiger Bereich der Schulsozialarbeit, der aber so aus der Perspektive von Forschung noch Schwierigkeiten aufwirft. Ob das die Praxis so sieht, ist ein anderes Thema, das mögen andere beurteilen, aber für uns als Hochschule ist das zum Beispiel ein Bereich, über den wir nachdenken müssen. Ein zweiter Punkt ist, wir müssen über Konzepte ins Gespräch kommen. Beigeordneter Herr Brüning hat das mir vorhin auch im Gespräch so kurz angedeutet. Konzeptentwicklungsbedarf ist gegeben und der entwickelt sich aus dem Gespräch, auch aus einer Fachtagung heraus. Hier ist ein Punkt, darüber müssen wir nachdenken. Hier können wir auch Beratungsleistungen von Hochschulen in Anspruch nehmen. Über mangelnde Resonanz brauchte die Hochschule nicht zu klagen. Also ich schätze mal, dass wir mittlerweile deutlich die 100 überschritten haben. Wo kommen die her? Da sind ganz viele Schülerinnen und Schüler aus den Schulen dabei. Das sind Lehrerinnen und Lehrer und das sind Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Aber es ist auch die Politik vertreten, es ist die Verwaltung vertreten. Und letzten Endes sind sogar einige Studierende dabei. Ich habe das mit großem Interesse wahrgenommen, dass ich ein paar bekannte Gesichter aus meinem Studiengang hier gesehen habe. Also ein breites Publikum, aber überwiegend aus der Stadt Magdeburg, weniger aus dem Umland. Da sehe ich eigentlich wenig Gesichter. Für die Stadt hat Schulsozialarbeit einen hohen Stellenwert. Schulsozialarbeit nimmt einen wichtigen Platz ein, möchte ich sagen. Es handelt sich ja hier um ein Stück Jugendhilfe, das an den Schulen etabliert worden ist und weiter zu etablieren ist. Es geht darum, allen Schülern also zu helfen, Lebensperspektiven zu erhalten, zu erarbeiten. Wir haben hier Netzwerk- und Kooperationsarbeit entwickelt, zwischen Hochschule, wo das ja heute stattfindet, Kooperationspartnern wie Schulen, Trägern der Sozialhilfe. Und ich muss sagen, das hat sich also auch gut gestaltet, weil wir also tolle Schulsozialarbeiterinnen und Arbeiter haben, die sich um die Schülerinnen und Schüler kümmern. Leider war der Anspruch bisher nicht, dass wir das flächendeckend haben, sondern nur an einigen Schulen, aber mit dem Bildungsteilhabepaket sind uns jetzt neue Möglichkeiten auch gegeben. Aber Schulsozialarbeit soll sich nicht nur an bedürftige Kinder richten. Schulsozialarbeit richtet sich an alle und man muss natürlich dann also auch entsprechend der konkreten Situation an der Schule jeweils Schwerpunkte setzen. Und da müssen besonders hilfebedürftige Kinder eben auch besondere Hilfe erhalten. Das ist völlig klar, aber es kann nicht sein, dass wir Kinder diskreditieren, indem wir sagen, also wir machen für dich Schulsozialarbeit. Das ist für alle das Angebot. Und es kommt darauf an, das wahrzunehmen. Bei den anderen Maßnahmen geht es natürlich um Bedürftige, also Teilnahme an Mittagessen oder Nachhilfe. Bildung Teilhabe in diesem Fall beschränkt auf Versetzungsgefährdete. Tut mir leid, aber ich hoffe, dass wir hier noch weiter vorankommen und auch noch mehr Hilfen entwickeln können. Da stehen wir auch ganz am Anfang, wie also dieses Bildungsteilhabepaket aufgeschnürt werden kann im Interesse aller Kinder.
Ein Aspekt kam weniger zur Sprache, die Finanzierung der Schulsozialarbeit. 2014 läuft nämlich die Förderung durch die EU aus. Inwiefern dann Land oder Kommunen einspringen können, steht noch nicht fest. Die Kooperation mit der Hochschule soll aber nicht aufgegeben werden. Das ist unbezahlbar, möchte ich sagen. Also wir pflegen ja eine schon jahrzehntelange Zusammenarbeit und viele Sozialprojekte in der Stadt sind ja auch Gegenstand von Forschung und Studium und das beflügelt wahrscheinlich also auch beide Seiten. Also ich denke mal, das ist eine unverzichtbare Zusammenarbeit, die sich hier gestaltet und wir tun seitens der Stadt alles, um das noch weiter auszubauen und zu fördern im Interesse der Magdeburger Bevölkerung. Für die kulinarischen Genüsse sorgten Schülerinnen und Schüler der Schülerfirma der Ganztags-Sekundarschule Thomas Münzer am Moritzplatz.